Hallihallo. Ich wollte mal hier schnell meinen Breeder vorstellen. Also das ist ein so ein bisschen automatischer Breeder. Dann muss man dazu wissen, wenn man so einen Breeder hat wie hier. Moment, ich mache mal schnell den Sound leiser. Hier so einen klassischen Breeder. Und der ist sehr kühl. Also der heizt jetzt so ganz, ganz langsam auf. Und umso heißer, lange Rede, kurzer Sinn, umso heißer so ein Reaktor ist, ja, umso schneller kann man hier diese abgereicherten Uranzellen aufladen, regenerieren, ne? Und das Ganze macht man so, indem man hier so eine Uranzelle, so eine abgereicherte benutzt mit Kohledust kombiniert. So, dann hat man diese Isotopzelle und die kann man jetzt anreichern in einem sogenannten Breeder. Gut. Und die Sache ist die, jenseits von 9000 Heat, das ist ja schon ein kritischer Bereich, ne, für einen Reaktor, wo man aufpassen muss, dass einen hier diese Kühlzellen und Heat Disperser nicht abbrennen. Jenseits von 9000 braucht man dann nur 5000 Ticks, um diese Zellen wieder anzureichern. Ne? Also es ist ja sehr, sehr kurz. Und von 0 bis, ich hoffe, das war so, und das kann man im Industrial-Wiki nachlesen, von 0 bis 2999 brauchen wir 40.000 Ticks, ne? Um diese Zellen aufzuladen. Das heißt, wir brauchen mehr Uran. Umso kühler der Reaktor ist, umso mehr Uran brauchen wir. So einen Uran-Brennstab hier, ne? Der liefert 10 EU, wenn der Single dasteht. Wir haben hier 20 EU, weil wir ja hier oben haben wir eine Zelle, die zwei solche Zellen anreichert und hier unten haben wir eine Zelle, die vier anreichert. Ne? Also wie man sieht, muss man hier ganz schön kühlen. Es wird trotzdem warm. Hier. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen Reaktor auf 9000 Heat zu bringen mit Lava, indem man ihnen das Wasser entzieht und außenrum Lava packt, ne, dass die Kühlung in der Aufheizphase so gering wie möglich ist. Ich habe das Ganze so hier gelöst, indem ich hier einen 6-Kammer-Reaktor habe mit diesem Setup, was ich hier reingetan habe. Ist ein Test-Setup, das ist noch nicht optimal, aber für einen Test reicht das völlig aus. Hier oben haben wir einen Wasserblock, einen Piston, der wird temperaturgesteuert und der Rechner hier wertet zwei Temperaturen aus, nämlich 9000 und 9500. Unterhalb von 9000 wird das Wasser hier entzogen, damit die Aufheizphase schnell ist. Oberhalb von 9000 wird das Wasser zugeführt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn wir natürlich hier Uran drin haben. Dann heizt die Gurke ja auf. Dann kann ich die Zellen hier entnehmen, also speziell hier diese abgereicherte Uranzelle, falls sie verbrannt ist, und eine Uranzelle. Und hier aus dieser Kiste kann ich entnehmen nur Uran. Ne? Das kann ich hier rein tun. So, das steuert der Rechner. Wenn ich das jetzt starte, so, dann haben wir natürlich, der Rechner detektiert, ob hier auch Strom fließt oder nicht. Jetzt hat er erkannt, da ist nichts drin. Dann kommt hier die Zelle rein. Jetzt haben wir noch geringe Temperatur. Hier 8500, 8572, 76, 79 und so weiter. Er sollte jetzt relativ schnell aufheizen. 6,1, 6,5, na gut. Das könnte man hier noch optimieren, ne, indem man hier zum Beispiel Lava reinpackt, zu Beginn der Aufheizphase. Soweit bin ich aber noch nicht. Jetzt muss ich mal was gucken. Das dauert schon ein bisschen. Wie dem auch sei, wir könnten es mal hier so sehen, ob das was nützt. Müsste eigentlich schneller warm werden. Jetzt werden wir gleich sehen, wenn der bei 9000 angelangt ist, kommt das Wasser hinzu. Dann haben wir einen höheren Kühleffekt. Und mit, wie soll ich das erklären? Oberhalb von 9500
entferne ich diese Zelle wieder, dann kommt eine Kühlphase. Und in dieser Abkühlphase, die ist deswegen drin, damit wir hier diese Kühlzellen und Heat Disperser nicht, wie soll ich das sagen, ins Nirvana schicken. Also das Ganze wird dann zwischen 9000 und 9500 permanent gehalten, weil es da am schnellsten geht. So, jetzt müssen wir irgendwann diese 9000 hier haben. Na, jetzt haben wir es gleich. Und dann tue ich trotzdem mal das wieder rein. So, ich werde noch was hinzubauen, dass wir das mit Lava vorheizen. Oder mit zusätzlichen Uranzellen, das wäre auch eine Lösung. Also hier jetzt einfach noch zwei Uranzellen rein, dann geht das schneller. Jetzt schaltet er gleich das Wasser zu. So, jetzt. Jetzt haben wir einen höheren Kühleffekt, ne? Also steigt die Temperatur dann langsam an. Hier, bis 9500. In dieser Zeit werden natürlich hier diese Isotopzellen entsprechend schnell angereichert, ne? Jenseits von 9000 halt. Das geht jetzt ziemlich schnell. Hier sind wir schon bei 6900. Die habe ich vorhin rein. Ich war gestern selber ein bisschen überrascht, wie schnell das geht. Die ist bei 473. Ich vermute mal, der holt die noch ein. Na, die nicht. Aber die ja auf alle Fälle, die holt er noch ein. Das dauert sehr lang. Ganz genau. Und hier unten sieht man noch, das ist von Nuclear Control hier, dieses Information Panel. Da kann man Informationen auswählen, die man haben möchte. Hier kann man das so auswählen, ne? Was man haben möchte. Das Max Heat, das lasse ich einfach mal drin, das Klump. Was brauche ich nicht im Augenblick? Die Zeit hätte ich gern. Das Output interessiert mich eigentlich nicht sonderlich. Halt. Ja, so ist es fast noch besser für mich. Hier in dem Fall. Da kann man mir hier daneben so einen Panel Extender machen. Neben diesem eigentlichen Reaktorinformationspanel. Und dann kann man das, wie man das von Computerkraft in den Monitoren kennt, diesen Bildschirm aufdehnen. Ne? Das braucht ein, dieser Block braucht ein Redstone-Signal, damit er permanent sendet, online ist. Sonst geht der Block einfach aus, wenn man den nur hier hin platziert. Dann sieht das so aus, ne? So. Das kann ich jetzt mal wegtun, das brauchen wir nicht mehr. Ja, und jetzt reiche der die an bis 9500, dann kommt wieder eine Abkühlphase. Da entfernt er dann die Zelle, packt die hier in diese Kiste hinein, die Uranzelle. Das Wasser kühlt weiterhin, er kühlt also jetzt runter. Und dann kommt die, wenn wir 9000 erreicht haben, wieder rein. Das heißt, wir nutzen dieses Uran, das wir hier reinpacken, optimal aus. Und nach meinen Beobachtungen schaffen wir da fast zwei Sätze abgereicherte Uranzellen, die wir damit anreichen können. Ist also eine tolle Sache. Jetzt können wir gleich ins Bett gehen. Das ist so der Versuch eines Automatismus, ne, mit diesen Anreichern der Uranzellen. Und das Schwierige ist ja, da muss man wirklich aufpassen, diesen Reaktor jenseits von 9000 einigermaßen stabil zu halten, sonst fliegt er euch um die Ohren. Idealerweise ist die Aufheizphase von 0 auf irgendwohin sehr schnell. Dann soll es langsamer gehen, ne? Im Idealfall soll die Temperatur gar nicht steigen. Ne? Von 9000 bis halt irgendwo hin. Ne? Im Idealfall nicht mehr als 10.000. Und dann müssen diese Heat Disperser und Kühlzellen den Geist aufgeben. So, schnell mal Bubu machen, dann können wir nochmal schnell reingucken. Ich will das jetzt nicht so kompliziert erklären, was da alles mit dranhängt. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu stressig und ich denke auch jeden, den das wirklich interessiert, der kann das alles im Einzelnen nachschlagen. Das muss ich hier nicht brühwarm erzählen. Und ich möchte auch, dass irgendwer, der nicht so viel damit im Hut hat, nicht betroffen vor dem Bildschirm sitzt. So, wie sieht's aus? Gleich ist es soweit. Dann passiert ja Folgendes, er holt nämlich diese Zelle hier raus. 9500. Jetzt, das macht der Rechner, ne? Das steuert der Rechner, der guckt hier nach, läuft hier Strom durch dieses EU-Detektorkabel, wie sind die Sensoren, und anhand davon steuert er das.
Jetzt sind wir wieder in einer Abkühlphase. Die Abkühlphase ist schneller als die Heizphase, ne? Also wenn der hier aufheizt, das geht schneller. Das könnte man theoretisch hier mit Eis, indem man hier, nachdem man das rausgezogen hat, einfach noch ein Eis reinpackt. Dann kann man das ein bisschen beschleunigen. Das Eis hat aber den Nachteil, dass es eine Zeit lang braucht, bis die Hitze hier verteilt ist auf diese Komponenten hier, Heat Disperser. Das braucht eine Weile, deswegen steigt das jetzt hier wieder. Aber so könnte man diese Kühlphase beschleunigen, ne? Indem man das Eis gezielt in zeitlichen Abständen zweimal einbringt. Das ist durchaus per Software realisierbar. Muss ich hier ein bisschen umbauen. Machen wir eine zusätzliche Eiskiste hier hin. Schließen das hier mit an diese Pipe an und befördern dann anschließend noch zwei Eis rein. Dann halten wir die Temperatur stabil. Aber ich wette, es gibt ein Setup hier. Für dieses Sechskammer-Setup. Wo es möglich ist, dann die Temperatur relativ konstant von jenseits von 9000 zu halten. Aber das ist auch mal eine witzige Geschichte, ohne super duper irgendwas, ne, Zauberei, sondern ganz konventionell mit Bildkraft, Nuklearkontrolle, was uns diese Temperaturfehler zur Verfügung stellt, ein kleines Programm, was den Mist steuert, und ansonsten ist alles Industrialkraft nichts Besonderes, ne? Und trotzdem ist es eine innovative, lustige Geschichte, ohne dass man mit Lava hantieren muss. Das funktioniert ganz gut. Jetzt warten wir nochmal dieses schnell ab hier, diese neue Phase, dann seht ihr auch gleich, wie der das Wasser deaktiviert, bei 9000. Ja, es geht ja nicht um einen guten Kaffee. Und so können wir diese Zellen rucki zucki, also relativ schnell anreichern und haben eine optimale Ausnutzung des Urans. Weil wir das nicht verbraten, ne? So. Sagen, dann kommt das Wasser wieder drauf, weil jetzt die Temperatur natürlich gestiegen ist. Und das Ding läuft weiter. Und reichert uns die Zellen hier sehr schnell an. Gut. Das war's von meiner Seite. Ich wollte das nochmal schnell festhalten, auch für mich. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns demnächst wieder im LP. Das werden wir hier nicht bauen. Das hat verschiedene andere Gründe. Warum nicht? Weil nämlich dort Nuklearkontrolle nicht vorhanden ist und der Thermometer-Mod, den es gibt für 1.1 oder kleiner, der hat den Nachteil, wenn man hier diese Sensoren platziert, dass die jenseits von, müsste jetzt lügen, 6500, 7000 einfach wegschmelzen bei dieser Temperatur. Da muss man nämlich auch aufpassen. Und von daher ist das dort nicht so effizient wie hier in 1.2.5 mit Nuklearkontrolle und diesen Wireless-Thermalmonitoren. Gut, ich wünsche euch was. Tschüss.